begrüße jetzt Christine Bauer-Jelinek. Sie ist Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin aus Wien. Guten Abend, Frau Bauer-Jelinek. Guten Abend. Wir haben gerade in dem Film sehr viel Angela Merkel gesehen. Und wir wissen, Angela Merkel war Physikerin, ist eine analytische, eine beherrschte Frau. So gilt sie jedenfalls. Und jetzt dieser Rausschmiss von Röttgen. War das rational oder war das emotional? Also wenn es rational war, dann war es nicht gut gespielt. Wenn Taktik dahinter stand, dann hätte man es auch besser machen können. Das ist jetzt immer von außen leicht gesagt. Wenn man besonders unter Druck ist, dann passieren schon auch mal Fehler. Ausgesehen hat es eher emotional, wie ein Rundumschlag, wenn jemand in einer Notsituation ist. Das heißt, Frau Merkel in einer Notsituation. Der Euro geht unter, die Energiewirtschaft macht Probleme. Das heißt, das sind die Nerven liegen blank. So sah das ja auch heute bei der Verabschiedung Röttgens aus, oder? So sah die Kanzlerin aus. Ja, so sah die Kanzlerin aus und sie steht ja auch schon unter Druck seit vielen Monaten. Und hier jetzt in dieser extremen Situation muss irgendetwas vorgefallen sein, denn sonst konnte es nicht passieren, dass sie am Tag nach der Wahl noch das Vertrauen ausspricht und sagt, es muss Kontinuität bestehen und am nächsten Tag einen Mitstreiter absetzt. Und so entlässt in dieser Art und Weise. Da muss ja dazwischen irgendetwas vorgefallen sein. Das ist also ein Tabu in der Politik. Sowas darf eine Kanzlerin oder auch vielleicht ein Kanzler nicht tun, so entlassen. Also so harte Maßnahmen kommen einfach nicht gut an. Da wird sehr schnell dann eben von Exekution gesprochen, von Grausamkeit. Man sieht ja die Schlagzeilen, die die Medien machen. Und bei einer Frau kommt es noch ein bisschen schlechter an, aber nicht, der Unterschied ist nicht mehr allzu groß. Es geht darum, wenn man jemanden nicht mehr haben kann, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich um Eleganz kümmern. Das haben Männer sehr gut gelernt und Frau Merkel hat das bis jetzt ja auch ganz gut gemacht. Diesmal ist es schiefgegangen. Wir werden sehen, warum. Frau Bauer-Jelinek, Sie sind ja Wirtschaftscoach. Also Sie unterrichten die Leute sozusagen, mit solchen Situationen umzugehen. Jetzt mal ganz kurz, wenn Sie Frau Merkel beraten würden oder Herr Röttgen beraten würden, was würden Sie Frau Merkel sagen und was würden Sie Herrn Röttgen sagen? Also Frau Merkel würde ich sagen, das werden auch ihre Berater sagen, dass es jetzt darum geht, dass die Medienstrategen aus der schon Geschehenen, aus dem Unglück, aus der Schwäche eine Stärke machen. Man wird jetzt erleben, dass nach und nach die Nachteile und die Fehler von Herrn Röttgen ans Tageslicht kommen und dass man erleben wird, wie lange doch Frau Merkel ihn gehalten hätte, sodass am Schluss einfach nur ein kleiner Wutausbruch übrig bleibt und das schnell vergessen wird. Das ist Aufgabe der Medienstrategen. Herrn Röttgen kann man sagen, wenn er wirklich so ehrgeizig ist, wie er beschrieben wird, dann wird er wahrscheinlich wiederkommen, denn dann hat er die Kanzlerin sehr geschwächt und hat ihr einen starken Schlag versetzt. Tja, also ein mächtiger Mann, einer, der weiß, wie man es macht. Die Frauen benutzen ja Mütterlichkeit. Frau Merkel, die keine Kinder hat, wird Mutti genannt im Kabinett. Oder nehmen wir Hillary Clinton oder Ursula von der Leyen oder Maggie Thatcher. Mütterlichkeit spielt bei mächtigen Frauen eine Rolle. Ist das Fassade oder ist das ein mütterlicher Herrschaftsstil? Also es ist ein Image, das man heute haben muss. Es ist ja auch bei Männern so, dass entweder der Kumpel oder der Lebemann oder der väterliche Politiker gut ankommt. Der kann ja auch nicht mit dem blanken Schwert herumlaufen und ständig irgendjemanden köpfen. Bei Frauen ist es eben die Mütterlichkeit, die natürlich aufgrund der traditionellen Rolle noch stärker verhaftet ist. Und das muss ein Image schaffen. Die Mutti mit der sauberen Schürze, das ist das, was man auch immer noch von einer Politikerin haben möchte, auch wenn sie dann Eiserne Lady heißt oder ihr eben auch die harten Situationen vorgeworfen werden. Werden wir eigentlich besser im Umgang und im Erhalt der Macht oder muss man sagen, Mädchen, ihr müsst wirklich noch ganz viel lernen? Also beides. Einerseits sehe ich, dass die Frauen in den letzten Jahren deutlich besser werden, weil sie die Spielregeln verstehen, wie in einer konkurrenzorientierten Welt Politik und Wirtschaft gemacht werden muss. Lange Zeit hatten sie gedacht, das wäre eine männliche Welt und sie würden es jetzt als Frauen anders machen. Und sie dürften es nicht so machen wie die Männer und es galt fast als Niederlage, etwas männlich zu machen. Inzwischen löst sich das bei Frauen, die schon Machterfahrung haben, weitgehend auf.
denn es ist wie beim Fußball, auch die Fußballerinnen müssen ein Tor schießen und können nicht mit den anderen verhandeln oder Vertrauenskreise bilden. Frau Bauer-Jelinek, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank.